Und zum ersten Mal auch zuerst den Text geschrieben und dann die Musik. Richtig? Genau, deswegen ist das vielleicht anders jetzt, weil wir, sonst bist du ja so beim, du machst so ein Beat so als Hip-Hopper, ja, ja, hast du da irgendwie deine Lunden und deine Getränke und dann flashst du so auf den Beat ab und diesmal haben wir halt nur Texte geschrieben und dann danach die Musik gemacht. Ja. Man war halt ja nicht, ich weiß auch nicht, was mit den Texten ist, vielleicht sind wir auch älter geworden, kann auch sein. Es war am Anfang auch erstmal richtig hart, erstmal auf gestritten, kein Internet gab's. Echt? Ah, es war schrecklich. Und der Ferris dann und... Das heißt, es war so eine selbstgewählte... Ja. Und das war auch wichtig, weil wir auch sonst... Auch also kalt. Zum Beispiel Musik mache ich zum Beispiel sehr gerne. Wenn damit man sich auf das Ding konzentriert und nicht abgelenkt wird durch andere Sachen. Unbedingt. Genau. Ja, also gerade so Facebook und so. Ich halte davon gar nichts davon. Wir beide kennen das. Wir haben auch mal irgendwann uns mit Freunden irgendwo, mit Heinz Strunk unter anderem, den ihr auch kennt, im Waldviertel zurückgezogen, in ein Haus ohne Heizung, im Winter... Das war Wahnsinn. Es ist die Hälfte unserer Verwandtschaft parallel gestorben. Du hast, ja, das ist wirklich so. Das Haus wäre fast abgebrannt. Wir sind abgebrannt. Es gab einen Schwelbrand. Wir sind alle halb im Spital gelandet. Ja, bei uns war es wirklich richtig umgekehrt. Also wir hatten zwei Sessions, eine im Januar in Mecklenburg, eine in München im Sommer. Ach, in München ist nichts bei rumgekommen. Da haben wir Eis gegessen und waren im Biergarten und haben da abgehangen und da ist nichts passiert. Da hatten wir die Anlage mit. Und in der Phase war es aber, da war kein Internet, kein nichts. Hatten wir zwei, drei Tage richtig so schlechte Laune und alles. Und da gab es so diesen kargen Tisch in der Küche und da ist dann die rote essen, Kiste, illegale Fans. Ja, wir haben da eingekauft, ja, dann haben dann so... Das war richtig so... Bei Lidl eingekauft. Echt? Da wird man noch gefilmt an der Kasse. Gönnt man sich mit eurem Format, muss man sich doch irgendwas Popstar-mäßiges gönnen? Also gibt es, welche Art, von Luxus lässt ihr zu? Ja, aber Luxus ist so, bei uns ist das so, das ist so Luxus, den saugt man so rein und dann macht man so, und dann ist das schon verbraucht irgendwie so. Ja, aber Champagner statt Sekt, auf jeden Fall. Wir haben so Staropram, hatten wir... mit so Bier. Staro Brno, Bier. Ja, und das ist ja auch im Wendland, ist das auch, da wo wir waren, ist auf der anderen Seite das Wendland, über der anderen Seite vom Fluss, ich habe vergessen, jetzt welcher, ich weiß, das ist sogar die Elbe vielleicht. Das ist die Elbe. Ja. Und da waren dann auch so Hippies, da haben wir uns mal so Stiefmütterchen gekauft. Niedergelassen. Also Mecklenburg-Vorpommern, links die Hippies, rechts die Skins. So ungefähr, so stelle ich mir das dann vor, oder? Und dazwischen ihr. Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Kann die Show, so wie sie jetzt auf der Bühne stattfindet, überhaupt noch getoppt werden? Das heißt, ich denke nicht. Das denkt man ja immer, komischerweise. Die Frage kriegen wir wirklich tatsächlich oft gestellt, weil seit fast 15 Jahren gibt es ja jetzt Deichkind. Und immer wieder, ja, wenn man sich irgendwie nochmal neu entdeckt, dann passiert sowas. Aber dann, keine Ahnung, wir versuchen immer wieder... Kann es das sein, dass Deichkind mehr oder weniger implodiert in sich und so Reinhard May-mäßige Auftritte macht, nur mit Gitarre? Irgendwann und vielleicht. Mit einem Spot, ist das auch denkbar? Oder muss es immer sozusagen das große höher, schneller, weiter sein? Reinhard May hätte ich gerne mal vor der Implodierung, hätte ich den gerne mal gehört. Was das wohl war für ein Wesen. Ja. Ja, also das heißt, es wird in diese Richtung weitergehen und die Hallen werden noch größer werden. Und man weiß es nicht, wie das Leben. Das Leben ist ja ein Tag und es passieren so viele Sachen. Ihr wisst das ja hier, als wir das letzte Mal da waren, waren wir noch auch mehr in der Band. Und es ist alles so, man macht das so und wir lassen das irgendwie auf uns zukommen und lassen uns irgendwie treiben. Muss man jetzt dazu sagen, weil sich viele nicht auskennen, und auch wenn das jetzt die Sendung irgendwie die Stimmung trübt, aber einer eurer Bandmitglieder ist gestorben. Ja, das war ein Unfall, das soll jetzt nicht die Stimmung trügen, aber das gehört zu unserer Geschichte dazu. Ja, kann man, dazu. Ja, ja. Und, war das eigentlich so ein Knackpunkt, wo man gesagt hat, ich weiß nicht, ob das Projekt Deichkind überhaupt noch weitergeht? Ja, das war auch kein Unfall, das ist wirklich relativ plötzlich passiert und es war ein unfassbarer Schock, weil er so jung einfach plötzlich... 2009 ist das passiert. Oder? Ja, 2009, genau. Und ist es so, dass man ihn jetzt immer mitdenkt, auch wenn man auf der Bühne agiert? Das was? Dass man ihn mitdenkt. Also, dass man sich zum Beispiel fragt, was hätte er dazu gesagt, was hätte er zu diesem Lied Ja, aber ich glaube, irgendwann, wir haben zum Beispiel dann auch einen Produzenten mit ins Boot geholt, Roy, der die Platte mitgemacht hat mit uns. Das war auch ein Freund von uns, der kannte Sebi auch. Und der war dann irgendwann so, oh Mann, ey, hört mal auf, mich mit Sebi zu vergleichen irgendwie. Mhm. Und dann haben wir so nach und nach gesagt, okay, du machst jetzt dein Ding und... Klar, der ist immer irgendwie dabei, aber es ist jetzt... Aber er ist auch tot. Also er hat auch einen tollen Job gemacht und er ist jetzt nicht immer dabei, weil er hat auch, free. Also, ja. Also wenn man Tote immer noch da sind, dann haben die irgendwas nicht erledigt, denke ich mir. Also. Ja. Oder ist das jetzt zu... Nein, gar nicht. Ich glaube, wir müssen auch in dem Fall, können wir auf den Schlussgag auch verzichten. Der Vorteil ist, wir hätten gar keinen Schlussgag gehabt. Aber ich möchte mich bedanken bei dem freundlichen Gespräch. Vor allem bei Herrn Lessing, der vielleicht das nächste Deichkind-Konzert besuchen wird. Stimmt's, Herr Lessing? Ja, gerne. Ja. Ja, Prost. Und wir bedanken uns bei Porky und Philipp von Deichkind. Dankeschön. Beim nächsten Mal bei uns zu Gast Nina Hagen und der Fußballer Christian Fuchs. Bis dahin. Ciao, vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.
танцуем на столе. Хорошо, что крикнул кто-то. А что ты, что ты, что ты, что ты руками замахал на фон? А турбополька — это новый рок-н-ролл. Пошли, пошли!